Ja, hallo, meine liebe Zuschauer, meine liebe Freunde. Ich will mich vorab entschuldigen für meine Tonqualität. Leider ist mir beim Drehen mein Mikrofon kaputt gegangen und ich, blöd, man hat das nicht gemerkt. Und ich hoffe, trotz dem schlechten Ton, ihr werdet mein Video genießen. Also genießt mein Video, schaut zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo? Und jetzt kommt der Gerd Macht. Schön, dass du wieder eingeschaltet. Freut mich sehr. Ja, was mache ich heute? Heute reise ich ganz weit weg. Heute reise ich in die Karibik. Heute reise ich nach Jamaika. Es gibt heute Jamaika Jerk Chicken. Ihr habt ja gesehen, was ich dafür habe. Ja, und dazu gibt es noch einen Jamaika Reis mit Kidneybohnen drin. Ja, wenn ihr auch gespannt bist, wie der aussieht, wie der schmeckt, dann bleibt mal dran, schaut zu und genießt mein Video. Ich habe hier meine Drumsticks, also Chicken-Teile. Die anderen Teile davon, das ist ja nur Keulen Unterteile, doch Unterteile. Die Oberteile von Keulen habe ich ja was anderes schon gekocht. Ich glaube Chicken Kebab oder sowas. Das siehst du auf jeden Fall hier oben. Aber wenn du abonniert hast und Glocke aktiviert hast, dann hast du eh schon nicht verpasst. Wenn du noch nicht gemacht hast, dann abonniere bitte jetzt, aktiviere die Glocke und dann verpasst du auch kein Video von mir. So, die habe ich jetzt aufgezogen, mal so einen Händchenhalter, wo ich den gekauft habe. Da durch unten verlinken, klickst du vielleicht drauf und hilfst du mir ein bisschen, um meinen Kanal zu erstellen. So, das kommt jetzt in den Gasgrill. Stelle ich jetzt beide hin. Das ist ein Händchenhalter für 12 Stück. Ich habe etwas mehr gehabt, deswegen habe ich hier was dazwischen noch reingesteckt. So, die kommen jetzt hin. Die stelle ich so rein. Mache ich rechts, links die Flammen an. Und werde ich die bei Ihnen direkt. No, komm schon. No, willst du nicht? Was ist das denn? Aha, Reihenfolge vertauscht. So, bei indirekter Hitze werde ich die dann. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich die, ich schätze mal so, ja, knapp Stunde werde ich brauchen, weil ich brauche für Reis auch ungefähr eine Stunde. Für den Reis, wichtige Zutat für den Reis wäre jetzt die Kidneybohne. Die habe ich trocken. Gestern Abend gegen 7 Uhr habe ich die eingewässert, über Nacht wässern lassen. Die sind etwas größer geworden, aber immer noch hart. Die werde ich jetzt erstmal aufstellen mit Wasser und mit Lorblatt und etwas Candice oder Rohrzucker mit kochen. Danach, nächste Zutaten werde ich in meinen Kasan, in meinen kleinen Wok, alles anbraten, wie Zwiebel, Chilis. Die genaue Mengenangabe, Beschreibung findest du natürlich unten in der Infobox. Werde ich mit alles aufschreiben, was ich dafür brauche. Werde ich hier drin mein Reis kochen mit Wasser und Hühnerbrühe. So, jetzt gehe ich drin, stelle ich meine Bohnen auf und dann komme ich wieder rein, wenn ich soweit mein Reis hier drin koche. So, Grill läuft. Die Bohnen kochen drin. Gucken, wie das jetzt hier aussieht. Wunderbar. Jetzt mache ich die Flamme noch kleiner, sodass die schön langsam indirekt grillen und schön knusprig werden. Ich habe die gestern Abend eingelegt. Die waren jetzt praktisch von 19 Uhr bis jetzt, jetzt haben wir 2:30 Uhr, waren die eingelegt über Nacht. Und wie ich das eingelegt habe, siehst du jetzt in der Zeit, wo das grillt. Ja, für die Hähnchenmarinade jetzt brauche ich schon viele Sachen, wie ich schon gesagt habe. Das werde ich jetzt alles grob zerteilen. Dann in meinen Messbecher geben, damit ich das gleich alles schön pürieren kann. Ich lasse die Kerne drin, dann wird das ein bisschen schärfer. Und wenn ihr das nicht so scharf haben wollt, macht weniger Kerne oder nehmt Kerne raus, macht mehr. Nur von der Chili. Ich habe einmal grüne, einmal rote. So. Ingwer ist Bio-Ingwer, deswegen kommt die komplett mit Schale rein. Wird sowieso alles klein gemixt. Hoffentlich klappt das auch. So. Mein Frühlingslauch aus dem Garten auf grobe Stücke schneiden, mit da reingeben. Na, mein Brett dreht sich heute. What the fuck? Kommt alles hier rein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mit meinem Pürierstab, das püriert hier alles, weil es so viel ist.
Es kommt kein Salz rein, sondern nur Sojasauce. Da tun wir ja gut 4 bis 6 Esslöffel Sojasauce rein. Und etwas von Zitronenabtrieb. Ich habe hier eine Bio-Zitrone. Ein riesen Oschi. Ihr könnt auch Limette nehmen, 2-3 Limetten. Ich nehme eine Bio-Zitrone, da ich jetzt keine Bio-Limette heute bei meinem Händler gekriegt habe, beim Rewe, hatten die nicht, warum auch immer. Deswegen nehme ich eine Bio-Zitrone und gleich werde ich noch auspressen, kommt noch Saft mit rein. Aber das duftet schon. Nichts verschwenden, alles kommt mit rein. Ich versuche jetzt da auszupressen, aber die ist zu groß für meine Presse. Na, doch, kriege ich so rein. Ne, kriege ich nicht rein, oder doch? Guck mal, wie die Zitronensaft hier läuft, wie saftig die ist. Tipp, was man damit machen kann. Essen, klar. Man kann die mit in die Spülmaschine stecken. Dann ist das besser als der Glasspüler. Das wird das Geschirr schön glänzend sein. Ich tue das immer in die Spülmaschine mit rein. Nur so ein Tipp am Rande. So, jetzt Pürierstab holen und das alles pürieren. So, schön alles klein püriert. Boah, das schmeckt geil, aber ich denke, da ist zu wenig Salz. Aber so ist das Rezept, so bleibt das auch. Also, jetzt kommen noch ein paar andere Zutaten rein. Jetzt kommt noch ungefähr, ja, knapp halber Teelöffel Zimt. Vielleicht was weniger. So, etwas Zimt kommt da rein. Gemahlen habe ich. Dann kommt frisch gemahlener Muskatnuss. Das duftet. Etwas Muskatnuss kommt da rein. So, ja. Ein Viertel Muskatnuss ungefähr. Oh, das duftet. Diese, aber ja, oh, Knoblauch und Zitrone und Muskat und Ingwer und ungefähr 10-12 kleine Piment-Samen kommen da rein. Und ich habe hier so eine Pfeffermischung. Da sind verschiedene Pfeffersorten, von weißen, roten, grünen, dicken, dünnen, keine Ahnung. Und dann kommt noch etwas Pfeffer da rein, frisch gemahlen, grob gemahlen, machen wir grobe Stufe. So, ich hoffe, das reicht. So, jetzt mal einmal nochmal alles verrühren. Also die Soße, die sieht schon mal ganz geil aus. Guck mal, wie die aussieht hier. Guck mal, wie lecker die ist. Ja, jetzt werden schon die Hähnchen mit mariniert. So, meine kleine Hähnchen. Die Drumsticks und die Soße, boah, die duftet so, die ist so lecker. So, das kommt jetzt alles in eine kleinere Schüssel, werde ich etwas schichten, weil die Schüssel ist etwas zu groß, die andere, die habe ich drin, nur wunderbar abgewaschen. So, dann kommt etwas, ein paar Löffelchen drauf und wieder. Damit nichts verschwendet, nehmen wir einen Stick und dann holen wir alles bis die letzte Tröpfchen von der Soße draußen ist. Nichts verschwenden. Ja. Und jetzt schön alles einmassieren. Also das duftet. Boah, ich werd bekloppt, wie das duftet, du. Und ich hoffe, dass das, wenn das nur halb so gut schmeckt, wie das jetzt duftet, dann ist das so geil. Wie gesagt, das ist ein jamaikanisches Gericht. Dazu mache ich gleich noch Reis. Ja, was heißt gleich? Das ist, wir haben jetzt abends, das wird morgen gegrillt. Und dazu gibt es Reis.
So, so sieht das jetzt aus. Schön alles einmassiert. Duft wunderbar. Jetzt kommt noch Deckel drauf und das bleibt jetzt bis morgen Mittag, bis ich das grille, bleibt das hier in der Marinade. Da wird das morgen schön gegrillt. Guck mal, wie das aussieht. Habt ihr gesehen? Ja, dann schlaft schön, sehen wir uns morgen wieder. Ja, jetzt habt ihr alle gesehen, wie ich das mariniert habe, wie ich es gerade hergestellt habe. Genaue Mengebeschreibung und sowas findet ihr unten in der Infobox. Ja, das grillt jetzt ungefähr gut 20 Minuten. Ich habe indirektes Grillen. Rechts, links sind die Flammen, dann in die Mitte nicht. Und damit meine Chicken Drums, also mein Chicken, nicht nur von außen knuspert, sondern auch innen, muss ich immer wieder die Schalen drehen, wenden, sodass die gleichmäßig von allen Seiten gegrillt werden. Wo ich Schalen kaufe, werde ich unten mit verlinken. Ja, jetzt, nachdem ich die einmal gedreht habe, die sehen schon fatal, oder es duftet, oh, ich werde bekloppt, jetzt werde ich die nochmal mit meiner Marinade nochmal einrahmen und dann mache ich Deckel zu und gehe die wieder für die nächste Viertelstunde, 20 Minuten in meinen Grill. So, mein Kasan, mein Wok steht schon auf dem, ist schon heiß, ja, mein Holzlöffel rein, eben wenn der Blasen schlägt, wenn er sprudelt, dann ist Öl heiß. Jetzt kommt zuerst mein Knoblauch rein, wird ganz scharf kurz angebraten und gleich hinterher auch schon meine Chilis kommen da rein. So, jetzt komm, tu die Chilis rein. Zack, zack. Ne? Komm. Ja, guck mal, jetzt sind die Chilis schon drin. Ja, die werden auch mit scharf angebraten und gleich kommen schon die nächsten Zutaten rein. Was kommt als nächstes rein? Genau, erstmal kurz anbraten und dann kommen schon die, was kommt da? Die Zwiebelchen kommen da rein. Lecker schön, meine Gemüsezwiebel kommt da rein. Ja, komm, tu schon rein, tu schon rein, habe ich gesagt. Ab, zack, zack. Ja, jetzt gucke mal. Ja, wunderbar. Ja, und die Zwiebel schön glasig anbraten, bevor die nächsten Zutaten da reinkommen. So, die Zwiebeln sind jetzt auch schon, ja, schön gut glasig. Jetzt kommen schon die nächsten Zutaten rein. Was kommt jetzt? Jetzt kommt meine Reis rein. Ich habe ganz normale türkischen Rundkornreis. Ihr könnt ja auch Risotto-Reis nehmen, aber ich habe den normalen türkischen, den ich immer auch benutze. Den hole ich bei uns in der Schleppach hier beim City Bazaar auf dem Marktplatz, Laurentiusplatz. Da ist nämlich halbe Stunde kostenlos parken, wenn eine einkaufen geht. Ja, das wird jetzt auch mit schön angebraten und gleich kommen schon auch die nächsten Zutaten rein. Was kommt als nächstes rein? Ja, ich glaube, kommt jetzt meine Kokosmilch rein, oder? Das muss jetzt, wir kommen ungefähr noch 200, kein Kokosmilch, es kommen die vorgekochten Böhnchen rein. Ich habe die Kindelbohnen vorgekocht, nur mit Salz und Lorbeer. Das kommt komplett jetzt, so wie das ist, mit dem Wasser, dann habe ich ungefähr 40 Minuten gekocht, kommt jetzt mit da rein komplett, wird so gleich mit vermengt. Guck mal, wie schön das brutzelt, aber und wie es schon duftet. Die Bohnen, die habe ich, wie gesagt, über Nacht eingelegt und die sind immer noch sehr hart. Bitte nehmt keine Bohnen aus der Dose, da aus der Dose die Bohnen nachher zu weich, zu pampe werden und das sieht nicht schön aus. So, und jetzt muss aber schon, genau jetzt kommt schon die Kokosmilch rein. Ich habe hier eine ganze Dose Kokosmilch, 250 ml, da kommt jetzt da rein, schön alles vermengt. Jetzt aufkochen lassen und schön kochen, bis komplette Flüssigkeit verdampft. Sollte es zu wenig Flüssigkeit sein, kommt etwas Geflügelbrühe noch rein und dann so lang kochen, bis die Milch verdampft, bis der Reis fertig ist. Ja, mein Reis köchelt jetzt ungefähr so 10 Minuten. Der ist ziemlich fest, also und der ist noch sehr, sehr hart. Das heißt, es muss noch etwas Flüssigkeit rein. Ich habe schon die Hitze komplett reduziert. Ich habe meine Sizzle schon höher gestellt, damit es so wenig wie Hitze ist. Jetzt kommt etwas meine vorgekochte Hühnerbrühe rein. Ich weiß nicht, was da reinkommt. Also ich muss immer gucken, dass Reis komplett bedeckt ist mit Flüssigkeit und sehr, sehr langsam leise köchelt. Praktisch, das ist, naja, wie Risotto-Reis. Aber der ist in Karibik, wird das halt gegessen als weich, nicht bissfest, nicht al dente. Ja, jetzt vermengen wir schon alles und lassen weiter köcheln. Und gleich gehe ich mal rüber in der Zeit gucken, was meine Chicken Drums im Grill machen. Ja, dann sehen wir uns, glaube ich, gleich wieder, wenn ich mein lecker Essen serviere. Ja, Reis köchelt. Schauen wir nach, wie das jetzt hier aussieht. Meine Fresse, sieht das geil aus. Ich gehe jetzt noch, beim Nachmittag gehe ich schon ganz out. Meine Fresse, boah, die sehen lecker. So, dann machen wir jetzt komplett Grill aus, lassen wir die etwas entspannen und dann wird das schon gleich serviert.
sieht jetzt mein lecker jamaikanischen Chicken and Jerk Chicken aus. Es duftet wunderbar, es sieht sehr gut aus. Jetzt probieren wir mal, wie das schmeckt. Ich bin so gespannt mit dem Reis, mit Kokosöl, ob das auch wirklich so gut schmeckt, wie ich das überall gelesen habe. Na komm, durch den Mund rein. Das schmeckt so fruchtig. Das ist wirklich fruchtig. Chili, Knoblauch, die Kräuter. Ah, oh, das ist so lecker. Wie gesagt, macht das nach, kocht das nach, kommentiert das, besucht meine Facebook-Seite, besucht mein Instagram, überall ist alles unten mit verlinkt. Ja, also dazu jetzt noch ein lecker Glas Mojito und was will man mehr am schönen sonnigen Sonntag. Ja, dann passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Gerd macht's.